was geht, ihr kleinen Schnitte? Willkommen zur Gamevasion. Hamburg, das ist spannend heute. Wir sind einfach giga-ready. Der Wirt und ich, wir werden heute ein kleines bisschen kommentieren. Und zwar, absolute Premiere. Ich darf über Dota 2 reden. Ich auch. Du auch. Beide natürlich mega prepared, ja. Überhaupt nicht lost, aber haben natürlich jetzt ein kleines bisschen Zeit, bevor es losgeht. Das bedeutet, es wird natürlich die Schalte nach Hamburg vorbereitet. Die wollen natürlich hier entsprechend gute Leistung bringen. Gestern haben wir ja schon von Sola die erste Reaktion gehört. Wie jetzt? Dota. Na, er war einfach mental broke. Wir machen so ein bisschen Pre-Analyse. Mhm. Wir werden schauen. Ja, es wird halt eine etwas andere Rollenverteilung geben. Na? Das heißt, die Fragen kommen ja von links. Na? Das bedeutet, das ist mega gut. Ja. Na? Ich werde natürlich hier so viel wie es geht Knowledge droppen. Wir haben ja hier quasi sehr, sehr viele Dota-Experten, muss man sagen. Also, das ist komisch, dass sie alle hinter den Kulissen arbeiten, die Dota-Experten. Und die LoL-Experten sind vor der Kamera. Die waren mal vor den Kulissen. Als ich bei Freaks 4U angefangen habe, vor 5000 Jahren, war Dota so. Das war einfach nur Dota, geh mal weg. Und die kleinen LOL-Boys kamen dann immer und haben gesagt, hey, wir machen LOL. Und die so, ja, ja, ja. Und zwei, drei Jahre später, nach Skyrocking haben wir komplett eskaliert. Aber das wissen wir natürlich trotzdem mitgenommen. Das bedeutet, wir gehen immer auf Ehrlichkeit. Okay, Ehrlichkeit ist das Wichtigste. Wie viel Dota hast du gespielt? Zwei Matches. Zwei Matches. Als? Weiß ich nicht mehr. Weißt du nicht mehr? Das weiß ich nicht mehr. Das ist schon so lange her. Das ist ewig her. Das ist ewig her. Ich war letztes Jahr in Hamburg. Da war, ich weiß nicht, welche Veranstaltung es nochmal war. ESL One zu irgendeinem Dota. Oha, das ist aber dann ESL One. Ja, aber ich war beim Buffet. Oh, lol. Ja, mega gut. Da greift man auch viel Knowledge ab. Das Buffet war gar nicht so schlecht. Das ist not bad. Meine Knowledge ist ein kleines bisschen größer. Das bedeutet, ich durfte den Warcraft-Mod spielen. Da kann ich mich so ein bisschen aus. Also du kennst die Ursprünge sogar. Ich kenne die Ursprünge und alle meine Schulfreunde haben Dota gespielt. Und ich bin bei LOL hängen geblieben. Na, GG. Wir sind, wie gesagt, sofort ready. Das bedeutet, wir werden jetzt gleich rübergeben. Regie, ist da drüben alles ready? Ist die Julia super ready? Ja. Ja. Ja, das ist sie. Ich bin super ready. Danke, Maxim. Und wir sehen euch gleich nochmal. Und von mir auch nochmal herzlich willkommen hier zu Hamburg versus Spandau. Es ist Tag 2. Es bleibt spannend bei uns. Wir möchten in dieser Woche herausfinden, wer hat die besten Gamer Deutschland? Ist es Hamburg oder ist es Spandau? Am Sonntag nach dem Finale werden wir alle etwas schlauer sein. Ich bin schon sehr gespannt, wer es für sich entscheidet. Ja, gestern sind wir gestartet mit Call of Duty. Da konnte Hamburg sich den ersten Punkt ergaunern. Die Spandau waren nicht ganz so amused, würde ich mal sagen, nicht ganz so happy, ja. Aber ist nicht schlimm, heute ist ein neuer Tag, heute können Sie mit neuer Energie in den neuen Tag starten und zwar mit Dota 2. Das wird interessant, denn ich habe gehört, dass die alle noch nie so wirklich Dota gezockt haben. Es wird amüsant. Gehe ich jetzt mal davon aus. So, und für alle, die jetzt erst einschalten und gestern gar nichts mitbekommen haben, hier gibt es noch mal eine kleine Zusammenfassung von dem gestrigen Tag und Call of Duty. Hamburg versus Spandau. Das ist eine Show, bei der die Hamburger Edelgamer rund um Etienne Gardé aus Unterhaltungszwecken ein paar Spandauer Straßenkötern in verschiedenen Games den Popo versohlen. Die erfolgreichsten E-Sportler der Welt kommen aus Spandau. Erziehungsstelle! Dass dieses Turnier, das noch bis Sonntag läuft, auf verbrannter Erde stattfand, wusste auch Moderatorin Julia. Zwischen diesen Städten herrscht seit Jahrzehnten Krieg. Doch schon zu Beginn zeigten die Spandauer Daddelbuben rund um Anführer Henno ein unflätiges Verhalten. Wer ist er? Trimax wohl, scheint nach kurzer Recherche wohl der schlechteste deutsche Spieler in sämtlichen Games zu sein tatsächlich. Ein raffinierter Diss des Spandauers Revi, doch das war noch nicht alles. Selbst die eigentlich neutrale Moderatorin Julia wurde live vor der Kamera dreist mit Geld geködert. Findet doch dein Arbeitsalltag also statt. Also ihr bezahlt mich, von seit daher finde ich euch jetzt gerade schon ein bisschen cooler. Ja, ja. So, das nutzten die Spandauer aus, um sich ungebremst selber zu loben. Sämtlichen Shootern bin ich ja eine Legende. Ich glaube, spannend ist das falsche Wort, es wird dominierend. Zwei Leute mit einem Controller, also das können nur Hamburger sein. Ne? Die bestochene Julia beleidigte in Folge unseren geliebten Etienne aufgrund einer harmlosen körperlichen Auffälligkeit. Dein Ohr ist umgeknickt übrigens. Sieht komisch aus. Ja, das ist immer so, guck. Oh. Doch es wurde noch schlimmer. Die beiden Caster wurden vorgestellt. Neben dem Spandauer Haus- und Hofcaster Maxim saß unser lieber Wirt als Gast. Dieser wirkte seltsam eingeschüchtert. Ein schrecklicher Verdacht kam auf, den wir später noch bestätigen werden. Gespielt wurden nun drei Runden Modern Warfare. Runde 1 war ein ziemlich ausgeglichenes, aber überaus blutiges Massaker. 20 zu 21, insane.
Ist ja mega ausgeglichen. Trotzdem lagen schon in dieser Runde die Nerven auf beiden Seiten blank. Oh mein Gott, er rasiert komplett durch! Boah, das ist komplett wie im Krieg, das ist ja Wahnsinn. Auf Hamburger Seite tat sich vor allem der zuvor geschasste Trimax hervor. Trimax war das so gut am Fenster. Aber leichter gesagt, jetzt getan. Völlig überraschend siegten die Spandauer mit knappem Vorsprung. Das war's. Oh, der hat ihn nochmal. Nee, der wurde nochmal gekillt sogar. Aber holy shit, 8 Kills mehr. Siegen, dieses Gefühl kannten die Spandauer noch nicht. Und das seltsame Gefühl vernebelt ihren Verstand noch weiter. Was geht los? Es geht schon los? Soll ich jetzt weg? Ja, dann renn schnell rüber. Okay. Fakt ist, dass Sie, glaube ich, nicht wissen, dass das ein Warm-up gerade ist, okay? Es geht noch nicht los. Super dumm. In der zweiten Runde mussten die Recken um Etienne Gardet nun auf der Map Rust Punkte aufholen. Doch spätestens hier zeigte Caster Wirt sein auffälliges Verhalten. Das ist der legendäre Schildheld Simon Kretschmer. Okay. Aber es ist ganz einfach zu outplayen, wenn man einfach hinten rumgeht, weil... Er ist ja langsam wahrscheinlich. Ja, genau. Dieses seltsam unparteiische Wesen war nicht mehr unser Wirt. Gut, also Respekt an Spandauer, dass sie wirklich wieder sich fokussiert oder konzentriert herangegangen sind. Vermutlich stecken Spandauer Foltermethoden oder das Stockholm-Syndrom dahinter. Das war ein unfairer Nachteil für die Hamburger. Und weil sie außerdem einen mega hohen Ping hatten, den Simon zumindest mit einem seiner köstlichen Scherze kommentierte. Wir sind sonst nicht pingelig. Konnten die Spandauer in der hart umkämpften zweiten Runde ihren gigantischen Rückstand wieder aufholen. Weshalb der Punktestand weiterhin knapp aussah. Auf und das war's! Aber knapp, knapp, knapp. Doch in Hamburg arbeiten Profis. Der hohe Ping, die boshaften Kasser, die bestochene Moderatoren. Sieht's aus, Eddie. Seid ihr ready oder bist schon eingeschlafen? Und das primitive Gebrüll der Spandauer Krawallgamer. Die lernen das nicht, das sind Hamburger, jetzt komm! Konnten ihnen schlicht nichts anhaben. In der dritten Runde zerfetzten sie ihre Gegner auf elegante Weise. Trimax hier komplett am Rasieren, der Boy. Trimax hat gerade Triple gemacht. Oh mein Gott, das war mega gut. Was, Etienne? Das war Etienne. Das war richtig gut von dir. Chiara mit dem Doppelkill. Hamburg. Simon spielte sogar nur mit Schild, um seine Feinde zu demütigen. Was ist Simon mit seinem Schild? Ein traumatisches Erlebnis, das sogar das Sprachzentrum der Spandauer hörbar beschädigte. Und so holten die Hamburger am Ende einen unangenehm deutlichen Sieg nach Hause. Wichtiger Sieg für Hamburg. Aber du musst mal durch, eine wichtige Lektion, ne? Aus den langen Leckmann. Und hier sieht man, wie gut sie aufgeholt haben. Den Sieg nahmen sie wie immer bescheiden und sympathisch hin. Ganz normal. Ja, es ist eigentlich ein Standardtag. Es ist jetzt gar nicht so krass euphorisch. Die Kommentare der frustrierten Spandauer lauteten anschließend: Liebes Tagebuch, ich habe heute Schande über Spandau gebracht. Das stimmt. Oder auch: Wir sind so lost. Wir sind verloren. Oder auch: Das war wirklich peinlich schlecht. Ne? Peinlich schlecht einfach nur. Schöner kann man es nicht sagen. Danke und bis zum nächsten Mal. So, jetzt sind wir alle auf dem neuesten Stand, ja, für euch, die ihr jetzt erst einschaltet, wisst ihr jetzt auch, was gestern hier abging. Es war sehr laut und turbulent und jetzt bei mir im Studio Henno und Sola, die immer noch etwas... Ist es so ein Ding, dass die Gewinner die Mats vom gestrigen Tag machen dürfen? Das weiß ich nicht. Ist es so ein Ding, was hier irgendwie ohne mein Zutun hier abgesprochen wurde? Sola? Das weiß ich nicht. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich gestern ganz anders gespielt. Allein die Info ist auch ein bisschen traurig, Sola. Aber da reden wir gleich noch in-game drüber. Ja, Henno, wie enttäuscht bist du jetzt nach gestern von deinem Team? Ich muss sagen, das Ergebnis, also, ich habe Mittagspause gemacht. Tatsächlich, wirklich. Deshalb hast du nicht mitgekriegt. Ich war in der Altstadt, dachte mir, die Jungs machen das, es läuft. Ich gehe zu La Bottega, bestell mir Macaroni alla Siciliana und entspann da ein bisschen. Und dann komme ich zurück und sehe den nur am Rumheulen. Nur, Masad sagt, sie hat das Spiel noch nie gespielt. Kall ist nur am Fluchen. Revi fast bester Mann. Ich meine, hallo, was muss da passieren? Ja. Nur Sterzig hat wirklich, der war fokussiert. Da war Einsatz. Da war der Wille da zum Sieg. Es hat und nicht das gereicht. Stört mich, Entschuldigung, das stört mich mehr als das Ergebnis. Also aber verlieren ist immer mal drin. Als nee, Max, Champion ganz ehrlich. Musst du auch mal Niederlagen. Nee, lass mir ausreden. Als Champion musst du auch Niederlagen mal einstecken können. Aber du musst beim Game fokussiert bleiben und den Sieg nach Spandau bringen, weil das macht uns aus. Und wenn wir das auf der Strecke liegen lassen, dann auch wenn wir gewinnen, sind wir für mich keine Champions. Wir schalten jetzt einmal schnell nach Hamburg, weil wir müssen ja auch mal fair bleiben und den... Ja, dann dürfen wir doch mal eine Mats machen, Entschuldigung. Könnt ihr ja gerne machen. Dann macht ihr morgen einfach beide eine Mats, okay? Ich habe keine Zeit, das macht wer anders. Hallo nach Hamburg.
Nee, Hamburg. Hi, Leute, hallo. Hallo, wie geht's? Sorry, ist ein bisschen unaufgeräumt euch? Hier noch, weil die ganzen Sektknorken hier noch so rumfliegen und so. Wir sind alle noch ein bisschen angeheitert von der Party gestern. Habt ihr schon gefeiert, aber ihr habt ja noch gar nicht gewonnen. Also das entscheidet sich ja erst am Sonntag. Gestern. Grün ist für mich eine Geschlechtskrankheit, möchte ich nur mal kurz sagen. Bin ich dabei. Was ist für dich grün? Eine Geschlechtskrankheit. Wie geht's euch denn? Geht's euch gut? Ich hoffe nicht. Entschuldigung. Ja, wie gesagt, uns geht's mega gut. Also wir sind ein bisschen empört, weil wir doch das Gefühl haben, dass die Fairness so ein bisschen auf der Strecke bleibt. Hey, auch von dir hätte ich mehr Neutralität erwartet, Julia, weil ich meine, wir haben dich groß gemacht, ne? Nee, ich habe gestern schon von vornherein gesagt, ich bin mit euch beiden befreundet, ihr liegt mir beide sehr am Herzen und deshalb halte ich mich aus der Nummer raus. Das ist übrigens hier, wie heißt das, Guilty Pressure oder so, was der da ausübt? Das ist mentale, ja. Aber schon ein bisschen viel spannender. Die Salzstangen nehme ich nur von dir, Nils. Von keinem anderen. Ja. Okay, siehste wohl. Gut, das versteht keiner. Keine Insider zwischen uns. So, wie habt ihr euch vorbereitet für heute? Ganz kurz, noch eine kurze Antwort. Sola, hast du die ganze Nacht durchgezockt? Dota massiv, 2? Also ich habe wirklich so viel Dota 2 Knowledge mir angeeignet wie noch nie. Ja. Und ich bin absolut ready und ich meine, wenn ich mir die da angucke, so, die wissen ja nicht mal, wie viele Buchstaben Dota hat. Von daher ist das, glaube ich, keine Zeit. Ich glaube, wir müssen in die Mats gehen, oder? Haben wir die auch schon wieder von denen? Nee, die Mats? Oder haben wir die immer gemacht? Kleine Anekdote hier mal nur so reingeworfen. Ursprünglich war geplant, dass bei den Rocket Beans zwei professionelle MOBA-Spieler mit dem Team sind. Da gab es ja aber jetzt ein paar Komplikationen, deswegen sind die jetzt raus. Und deswegen sind da jetzt, glaube ich, zwei von der Redaktion noch dabei. Nur mal so am Rande, wie die ihr Team aufstellen, weil sie selber nichts geschissen bekommen. Wir reden gleich noch mal mehr über die Teams, weil dann interessiert es mich natürlich auch, wen du dir jetzt an die Seite geholt hast, Henno. Das schauen wir uns. Ich ja nicht aussuchen. Achso, okay, gut. aber jetzt schauen wir uns erstmal an, wie diese Woche hier bei uns überhaupt laufen wird, damit ihr auch alle Bescheid wisst. Mann. Im Kampf Hamburg gegen Spandau geht es um Ruhm, Ehre und diesen wunderschönen Pokal. Doch wie läuft dieser Wettbewerb eigentlich ab? Insgesamt 24 Talents treten über 5 Tage in diversen Spielen gegeneinander an. Den Anfang macht Call of Duty Modern Warfare, um die Feuerkraft der Teams zu testen. In den folgenden Tagen werden mit Dota 2 und Age of Empires 2 die strategischen Skills auf die Probe gestellt. Am Samstag geht es dann in 3 verschiedenen Simulatoren um Raketenwissenschaft, Entschärfungsskills und das Wissen in der Agrarwirtschaft. Zu guter Letzt wird im Finale mit 5 weiteren Spielen der Gewinner gekürt. Bis zum Finale gibt es pro Spiel einen Punkt. Am Finaltag selber heißt es doppelte Punktzahl. Heißt, pro Spiel gibt es 2 Punkte, mit dem letzten Spiel sogar 3 zu gewinnen. Und lässt damit zu, bei einer verkackten Woche alles wieder gut zu machen. Möge die bessere Gaming-Stadt gewinnen. Genau so sieht's aus. Was können wir noch erwarten, Henno? Viel Spaß und Freude. Ein Sieg auf ganzer Linie. Ab heute. Ich spiele jetzt selber mit. Mir reicht's. Mach keine Mittagspause mehr. Die bei Labotega, die sind schockiert. Die machen sich auch verantwortlich jetzt. Die liefern doch bestimmt. Die liefern vielleicht, ja. Man muss mal aber nochmal hier, von wegen, welches Team ich mir ausgesucht habe. Also wir sind ganz gut aufgestellt. Wir gucken uns jetzt mal die Teams an. Wir sind ganz gut aufgestellt. Wir haben zumindest Leute im Team, die professionell MOBA gespielt haben. Auch mal ehemalige Teamkollegen sind ja auch vertreten. Der Johnny ist auch noch da. Mhm. Wir haben den Papo da. Der war zumindest mal Substitute bei Spanner und Ferno. Ich weiß, Spanner und Ferno hat inzwischen ein bisschen Glanz verloren, aber das war damals was. Ja. Gucken wir auf die Grafik. Stell doch mal vor, wen du so an deiner Seite hast heute. Ja, also wie gesagt, der Johnny, der ist ja ein Kollege von dir, aber tief in seinem Herzen will er eigentlich ein professioneller MOBA-Spieler sein, schafft aber nie so den ganzen Absprung. dann haben wir Sola da, eigentlich das Gleiche, aber er spielt nebenbei ein bisschen Fußball und der kann sich einfach nicht entscheiden, was jetzt Prio 1 für ihn ist. So, dann Velafee, kennt man von früher vielleicht, von Summoners Inn, da war sie häufiger am Start, zockt auch MOBA. Ich weiß nicht, wie aktiv noch, weiß ich nicht. Wie gesagt, für mich ist das hier auch was Neues. Und dann ist da noch Papo dabei, guter alter Kollege, der zockt bis heute seit der Beta League of Legends. Ist eine ähnliche Geschichte, kriegen wir irgendwie hin. Ja, und ich, ja, über mich brauche ich, glaube ich, nichts mehr sagen. Also es hat quasi von euch noch keiner Dota gezockt? Nee. Gut. So. Jetzt sag dann, das denen doch nicht. Wir sind alles Dota-Profis. Ich habe nochmal nachgeschaut. Aber wenn wir jetzt gewinnen, wird es richtig peinlich. 7000 Stunden habe ich da. Jetzt stell uns doch mal vielleicht vor, 8. Wen du so an deiner Seite hast. Das mache ich sehr gerne. Ich habe ein richtig, richtig tolles Team. Das ist die Julina. Julina ist sehr, sehr gut in MOBAs. Mit Ausnahme von Dota.
hat sie eigentlich alles gespielt. Optimal. Das bedeutet, sie hat ein grundsätzliches Verständnis des Genres, aber keine Ahnung von Dota. Ja, genau, so sieht's aus. Ja, aber ist nicht schlimm, weil deine Auffassungsgabe ist brillant. Und du wirst einfach, du stürzt dich jetzt in dieses Spiel und von dir erwarte ich mit am meisten. Ja. Das liegt aber auch an den anderen drei Leuten. Wir haben nämlich da noch den Martin. Ejo. Ja, ich weiß gar nicht genau, so Martin, du warst gestern in der Küche, als wir noch jemanden brauchten. Und dann haben wir einfach gesagt, du machst das. Das kommt ganz gut hin, weil dir das Trikot gut passt, oder? Passt eigentlich perfekt, haben wir angegossen. Dota ist auch nicht so meins. League of Legends, ein bisschen Erfahrung. Ja. Ich glaube, komplett reininten werde ich nicht. Ja. Oh, doch. Was wirst du nicht? Sterben, häufig. Ja, reininten? Also du kennst auf jeden Fall schon Fachbegriffe. Ja, dann haben wir Steffen, meine Damen und Herren. Steffen Jika. Hallo. Guten Tag. Ja, aber er ist eigentlich eine Dota-Legende. Hast du nicht Dota sogar damals als Warcraft-Mod mitprogrammiert sogar schon? Habe ich erfunden, ja. Ja. Hab ich gehört zumindest. Ich habe es im Schlaf gemacht, deswegen weiß ich es nicht mehr so richtig. Ja. Also ist ein bisschen leicht verschwommen. Du bist mega gut, ne? Ja. Ja, dann haben wir natürlich noch Steffen Meyer. Der ist nur noch selten hier. Aber wenn wir ihn brauchen, ist er da. Ja, super. Ne? Das ist richtig begeistert. Weißt du, was wir jetzt hier spielen eigentlich? Nee. Dota heißt das. Ach so. Genau, und ich habe tatsächlich in meinem Leben Dota noch nie gespielt, bis auf damals die Warcraft 3 Mod. Das war, schätze ich mal, 1999. Da habe ich mal zwei, dreimal die damalige Mod gespielt für Warcraft 3. Und ansonsten nie wieder. Aber ist egal, weil wir spielen gegen Spandau, gegen, wie heißen die hier alle? Solala und Hand of Blood und Leute. Ja, und kann, also Steffen ist der Einzige, der so ein bisschen Ahnung hat, ja? Oder war das jetzt nur, also war das ein Witz? Ich fände es ganz schön, wenn einer von euch mal kurz Dota erklären könnte. Für alle, die es nicht kennen. Weil hier hat ja anscheinend keiner irgendwie Ahnung von Dota. Nein, Dota, es gibt ganz viele Helden bei Dota und es gibt drei Lanes. Lewis Lane, Frank Lane und Peter Lane und man muss sich eine Lane aussuchen und dann gibt's immer so Creeps, die kommen aus der Erde und dann trifft man sich in der Mitte und man hat mit den Helden muss man die anderen platt machen und es gibt Zaubersprüche und Items, die kann man benutzen, also so, und man sollte nicht sterben. Ich gehe mich begraben. Also, ich gehe mich begraben. Dann geh ich wieder rein in die Erde. Guck dir das an, wie der Dota erklärt, da kommen Creeps aus dem Boden. Und ich dachte, was ist denn jetzt daran falsch? Was, hab ich hier was falsch erklärt? Das ist genau richtig. Ja, was will der denn von mir, der sagt? Ich verstehe es auch nicht. Der ist ja nur am Rummeckern. Keine Ahnung. Ja, dann lass doch mal anfangen. Ich meine, dann lass doch mal hier die Ehre auf dem Platz, Leute. Ja, bin ich drauf? Danke, Nils. Ja, ich habe jetzt nicht gewusst, ob ich jetzt schon reden darf. Danke, Nils. Wir sind jetzt alle schlauer, auf jeden Fall. Wir haben das Spiel, glaube ich, jetzt verstanden. Ich würde sagen, wir starten jetzt gleich. Wir machen kurz noch ein Päuschen. Ihr könnt schon mal rübergehen, Hand of Blood und Sola. Ich habe das Game jetzt auch verstanden. Ja, endlich, ja. Ich auch. Ja, das war eine gute Erklärung. Ich habe es auch verstanden. Bis gleich. So, für euch noch einen kleinen Hinweis. Wenn ihr noch den perfekten Monitor für zu Hause sucht, dann haben wir das hier bei der Gamevasion für euch. Einfach mal Ausrufezeichen Samsung Raffle in den Chat schreiben und dann könnt ihr mit etwas Glück diesen Monitor von Samsung gewinnen. Ja, ihr bekommt weitere Infos im Chat. Wir machen jetzt ein kurzes Päuschen und dann geht's hier gleich weiter mit Dota 2. Bis gleich. Wir sind zurück bei Hamburg vs. Spandau. Schön, dass ihr mit dabei seid. Heute geht es wieder heiß her hier bei uns. Wir spielen Dota 2 und ich sehe da hinten, das Team ist schon ready, also Spandau jedenfalls, und es wird schon heiß diskutiert. Also es kann nur schön werden in den nächsten 25 Minuten. Und wir haben natürlich auch heute wieder wunderbare Caster hier am Start. Und damit das fair bleibt, haben wir einen aus Spandau, das ist der Maxim, und einen aus Hamburg, das ist der Wirt. Wirt, Maxim, seid ihr schon ein eingespieltes Team seit gestern? Wir sind giga-ready. Also macht super Laune. Gestern war Call of Duty der Main-Focus, was die Brain-Masse angeht, auf dieser Seite. Jetzt heute bin ich verlagert. Heute verlagern wir das. Na, das funktioniert auf jeden Fall sehr, sehr gut. Bisschen Stichelei ist natürlich ebenfalls mit dabei, keine Sorge. Mhm. Aber ich merke schon, dass die Leute lost sind. Ich habe mich jetzt auch wieder komplett selbst uriniert, wie das Spiel erklärt worden ist von Nils. Also kommen die jetzt wirklich im Gegensatz zu LOL aus der Erde die raus? Die kommen aus der Erde. Boah, das ist doch klar. So wie Creeps nun mal aus der Erde kommen. Ja, ja. Nein, also es ist furchtbar witzig, aber natürlich komplett lost. Wir haben ja so ein bisschen die Tafel dabei. Das heißt, es ist schon derselbe Aufbau. Muss natürlich dazu sagen, dass hier viele LOL-Boys mit dabei sind. Ne? Aber Dota funktioniert gleich. Wenn wir dann in-game reingehen, dann werde ich nochmal
so ein paar Spezialitäten erklären. Ich selber, wie gesagt, habe sehr viele Freunde, die das gespielt haben. Im Prinzip alle Schulfreunde, ne, haben das gezockt. Und Dota ist ja trotzdem Vorreiter. Was ist passiert, dass du dann doch zu LoL gegangen bist? Weil für mich sind halt solche Spiele immer so Gruppenzwang. Ne? Man spielt ja immer das, was die Freunde spielen. Man holt sich die Konsole, die die Freunde haben. Meine Freunde haben sehr viel Geduld gehabt. Mhm. League of Legends kam vor Dota raus. Ja, also Dota 2. Ja, vor Dota 2. Und das war der Hauptgrund. Das bedeutet, mein Bruder und ich, wir haben quasi immer die Mod gespielt und er irgendwann, ey, es gibt quasi das Gleiche schon. Wir springen gleich rein. Na, Fakt ist, er hat es mir zuerst beigebracht und alle meine Freunde haben 2 Monate später Dota gespielt. Und ich war schon so hart hängen geblieben auf LoL. Na? Wir springen in die Pick-and-Ban-Phase. Das ist natürlich hier bei Dota ein kleines bisschen anders. Ich habe ein paar Tipps gegeben, was man so spielen kann. Ach, du hast den Tipps gegeben? Na, ich habe es probiert. Wahrscheinlich hast du Nils auch Tipps gegeben und ihm gesagt, dass die Creeps aus der Erde kommen, oder? Also sowas kommt halt wirklich keine Sau. Ah, guck mal, Ash haben sie da. Bezogen auf die Bans kann ich jetzt schon, kann ich schon ein Stück weit schon sagen, dass ich alle Champions bisher kenne. Drow Ranger ist quasi ein kleiner Ash-Vergleich, plus ohne Ultimate. Lina ist ein Burst-Champion und Ogre Magi, guck mal, das, auch ein Burst-Champion. Das ist Ash mit Skin. Ja, die Ähnlichkeit ist natürlich krass. Und Juggernaut, auch ein Typ, der sich quasi in 1000 Gegnern rumdrehen kann. Die wurde schon sehr schnell gewählt. Holy shit, das ist quasi Blindpick gewesen. Wir haben Viper mit dabei, wir haben Dragon Knight mit dabei und es wird sogar wirklich Sniper gespielt. Sola spielt den Sniper. Das habe ich nämlich nicht gesagt. Ist das krass? Es ist ein ADC, es ist quasi wirklich so ein ganz klassischer ADC. Sola ist ja auch so ein Typ, der spielt diese Range Champions, die ganz fragil sind, aber super viel Schaden machen können. Und der Sniper hat im späteren Spielverlauf so viel Range, dass er weiter schießt als die Türme. Was? Ja, es ist quasi Cheating mit drin. Ah, okay. Okay, sowas gibt es bei LoL zum Beispiel gar nicht. Also du hast Caitlyn mit der höchsten Range, aber sie würde jetzt nie im Leben irgendwie einen Tower treffen können außerhalb der Range. Nein. Das würde niemals passieren. Ich glaube, bei Kindred geht das irgendwann mit 82.000 Milliarden Stacks. Na, aber hier würde das Ganze nicht passieren. Ich bin gespannt. Oh, das ist natürlich auch ein schönes Game. Man muss jetzt sagen, schöne Dota ist ja quasi in fast allen Aspekten einfach besser als LoL. Da müssen wir ganz ehrlich sein. Ist ein bisschen düsterer, weniger bunt, aber auch das wurde sogar über die Jahre angepasst. Da ist die wundervolle Wiederfee. Na, sie ebenfalls noch am Start. Und wir werden... War sie lost oder was denkst du? Was hast du so aus ihrem Gesicht erkannt? Harter Fokus. Harter Fokus. Das sehe ich auf jeden Fall. Und ja, wer MOBA spielt, der weiß schon mal, wie das mit den Spells funktioniert. Der kann das entsprechend durchrotieren. Schwierig wird der Shop, da bin ich ganz ehrlich. Weil in Dota gibt es mehrere Shops, die auf der Karte verteilt sind. Was bedeutet, dass einige Items wahrscheinlich gar nicht fertiggestellt werden können, weil die Leute nicht wissen, wo man hingehen muss. Ah, man muss sie dann Stück für Stück abklappern, die Läden. Ja. Die Einzelteile liegen in verschiedenen Läden. Und noch gestörter ist, in Dota kann man sich nicht porten. Was? Du musst also laufen. Oder, und jetzt kommt das Schwierige. Okay. Wenn du Items haben willst, kannst du einen sogenannten Carrier kaufen. Das ist so ein kleiner Creep. Mhm. Der kauft für dich dann ein. Boah. Dann muss der Carrier aber zur Lane kommen. Oh. Was bedeutet, dass er unterwegs legit abgefangen werden kann und das Item kann zerstören. Oh, wie eine Amazon-Drohne. Ja. Ja. Ich glaube, es gibt sogar eine Drohne als Skin. Hier merkt Tona, dass natürlich Turrets auch wehtun. Auch hier eine ganz große Änderung. Aber das sind doch ganz normale Kenntnisse. Das weiß doch jedes Kind, dass ein Turm Damage macht. Also mir ist halt aufgefallen, Henno hat gesagt, oh, der Turm greift mich an. Bei LoL ist es ja so, der Tower greift dich nur an, wenn du einen anderen Champ angreifst. Mhm. Das stimmt. Ja, das Ding ist, dass viele Dota-Spieler einen Schock kriegen, wenn sie LoL spielen und sich an einen Turm nähern. Mhm. In Dota hält man Turmschüsse ganz gut aus. Gerade im späteren Spielverlauf kann sie die gefühlt ignorieren. Sie sind quasi ein Haufen Gold. Mhm. Aber ein Dota-Spieler, der zu LoL geht und dann wirklich in den Turm reinrennt, der weiß, ich bin dead. Ja, das war's. Na, wir werden natürlich zwischendurch so ein kleines bisschen die Teammechanik mal reinhören, wie Spandau quasi kommuniziert. Also wird es um Items gehen, um Strategie? Wir wissen es nicht. Regie, wir schalten mal rein. Hier gleich killen, okay? Ich stun den gleich. Turm ist ja noch super weit weg. Holy. Komisches Tango gelötet. Ist mal ein Schiff zurück. Mhm. So ein grünes Blatt mit 3 Punkten drauf. Was? Blatt mit 3 Punkten? In deinem Inventar irgendwo. Damit kannst du dich heilen, wenn du auf den Baum anklickst. Du musst auf den Baum klicken. Du kannst Du kannst mit Bäume essen quasi. Achso, der isst Bäume. Und dann darfst du nicht gehittet werden, sonst geht dein... Au, 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 au. Ich muss mal mit Shammy verpieseln. Ich esse nochmal einen Baum auf. Ja, lass uns mal die nächste Wave abwarten, Julina. Ich hole gerade mal den Courier für mich. Ich hab sie betäubt. Yes, von mir richtig gut aktiviert. So.
Nerven. Ja. Sie kriegt aber super viel Attack Speed, falls das noch quasi eine Ultimate steht. Sie kriegt quasi Stats ohne Ende. Stats in Dota, das ist ja das, wo ich ja sage, holy shit, was ist mit euch eigentlich los? Das bedeutet, man hat Stärke, Intelligenz und Agilität, die quasi für Attack Speed, für HP, Regeneration, für Mana Regeneration stehen. Und das Witzige ist, Champions, die viel Attack Speed bekommen pro Level, weil sie Attack Speed Champions sind oder Agility Champions, die kriegen auch Rüstung. Was? Das bedeutet, ein Typ, der dich zerfleischt im Nahkampf, ist witzigerweise auch tanky. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Normalerweise sind Tanks diejenigen, die alles einstecken und wenig austeilen können. Ja. Dota sagt, nein. Aber ist ein bisschen anders. Na? Hier kann man außerdem noch so deny. Na? Man kann ja eigene Teammates töten, falls sie low sind, damit der Gegner keine XP und kein Gold bekommt. Na? Und natürlich cool. Auch eigene Minions. Also es ist wirklich, es ist ein ganz, ganz anderes Game. Wir merken aber, der Pace ist halt sehr, sehr slow. Naja, aber die Laning-Phase ist doch in jedem MOBA ein bisschen langsamer. Bis auf Hotz. Hotz, da geht es ja gleich sofort los, weil es ja keine Last-Hits gibt und so weiter. Man muss ja kein Gold sammeln, sondern das ganze gesamte Team sammelt ja XP. Ja, wir gehen mal zu den Spannungen rein. Ich glaube, da ist ein bisschen Action gerade. Max natürlich mit vielen Karten. Also die Kommunikation ist sick. Wo ist der ganze Mana jetzt raus? Ja, er hat eben gerade so unsichtbar auf seine Tastatur geguckt. Ja, wir können die Base oder wie? Ich bin mir nicht sicher. Es gibt ja quasi... Man sieht es unten an den Kein Items, Grund, dass das ist bei X und V, wenn du die benutzen willst. Na? Das ist jetzt nicht 1, 2, 3 wie bei Liga. Ah, okay. Na, und dadurch natürlich ein bisschen eine etwas andere Mechanik. Kapo hat hier übrigens den Obermagi. Der hat ein Spell. Der funktioniert quasi komplett mit Luck. Der kann stunnen. Es kann aber sein, dass er dich 5 Jahre stunnt damit. Na, man kann damit mehr oder weniger high rollen. Das ist ja Garen. Das ist, ja. Das ist der Juggernaut. Aber basically Garen, du hast recht. Also er kann auf jeden Fall sehr, sehr gut durchspinnen. Und im späteren Spielverlauf sind dann wirklich die diese Agility-Champions sehr, 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 sehr stark. Weil der magische Schaden bei Lorg skaliert ja. Mhm. Das heißt, du kaufst einen krassen Zauberhut, machst mehr Damage. In Dota sagen sich Mages, ich kann sehr krass sein, aber ich erhöhe meinen Schaden nicht. Wenn ich volle Skillpunkte drin habe, dann ist irgendwann Schluss. Alter, das ist irgendwann Cap. Ja, da bist du bei 300 Damage und das war's. Du kannst nicht erhöhen. Wo du natürlich bei LoL sagst, hey, ich hole super viel AP und kann immer noch im späteren Spielverlauf mitmachen. Hier sind Juggernauts später absolut ridiculous, absolut insane. Oh, da gankt er von der Seite. Oh, Sola! Wird er den ersten Killer geben und der Steffen! Der Steffen und so! Das ist egal! Weil Türme in Dota quasi nur Beiwerk sind. Die machen gar nicht so viel Schaden. Gar keinen. Und er ist schon Level 9. Das geht ja richtig fix. Das ist ja, glaube ich, so ein Extra-Mode, der ein bisschen verschnellert worden ist. Normalerweise sind Dota-Spiele wirklich sehr, 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 Turbo sehr, sehr, sehr slow. Genau, die spielen die Turbo-Variante. Ich glaube, die kriegen einfach mehr XP. Mich kriegen sie. Na, und kann Steffen? Ja, sofort weggerannt. Der kann die beiden jetzt aber abfangen. Hier ist jemand Giga, Low, Gibt's da noch extra Spells wie bei LoL, also Flash und so weiter oder Heilung? Beschwörerzauber nicht, aber du hast Items. Okay. Du hast Items, die sehr, sehr, sehr viele Funktionen haben. Es gibt, glaube ich, immer noch in dem Spiel einen sogenannten Force Stuff. Den kannst du auf den Gegner klicken und dann muss der Gegner in die Richtung dashen, 700 Einheiten oder sowas, in die er guckt. Was? Er muss... Okay. Das heißt, er guckt zum Beispiel zu dir, du drückst, auf einmal ist er in deinem Face. Okay, Bot Tower ist gefallen. Der Bot Tower, ich glaube, da waren eben Nils und Jolina. Ja, die haben den Turm verloren. Ich glaube, der Hauptfokus wird ja so ein bisschen auf Steffen liegen. Ja. Na, weil er natürlich da sehr viel Erfahrung hat. Max mittlerweile mit der Ultimate am Start. Nee, ich glaube, das ist Bottertop. Ja, Julina. Ja, da sieht man das Multicast. Das ist das, was Ogre Magi kann. Okay. Er kann das Q drücken, dann macht er so einen Stun, ein bisschen Damage. Es kann aber sein, dass die eine Henno kassiert? Oh, schöner Bodyblock von Papo. Das geht nämlich hier sehr, sehr gut. Hat er nochmal gegengeheilt? Sicher reicht das? Es reicht nicht! Oh. Der Captain ist down, das ist der Steffen. Der Steffen ist ein Tier. Ja. Ist es üblich, dass zwei Leute Toplane gehen? Und zwei Bot? Gibt es Jungler? Es gibt super viele Strukturen. Es gibt teilweise Double Jungle, es gibt Supporter, die nur im Jungle rumrennen. Gott. Also es gibt wirklich richtig, richtig viele verschiedene Szenarien. Normalerweise werden auch Ranged Carries wie mit der Draw und so weiter oder mit dem Sniper gar nicht so häufig gespielt. Mhm. Der Gigameter, aber wir sehen es schon. Steffen Meier! Der crittet den Papo aus dem Leben. Okay, wir kommen hier. Spannender. Ich muss sagen, die Map Ramp in Dota ist auch viel größer als in LoL. Gefühlt, oder? Von der Ranger? Also man läuft ja ganz schön viel. Man läuft auf jeden Fall sehr, sehr lange. Man sieht es schon. Sola natürlich klassisch wieder als ADC. Nur dabei wegzurennen. Kassiert, wird ebenfalls gefinished. 5-1. Es ist der schnellere Mode, das muss man dazu sagen. Aber das Spandauer Inferno, na, das hat sich hier quasi ein bisschen eingeprägt. Es ist fast das komplette Line-Up. Und es sieht furchtbar aus. Hamburg.
Aber ein Carry allein reicht ja nicht. Das ist ja bei LoL genauso. Du kannst ja nicht einfach einen Vayner mit 100.000... Oh Gott, das geht manchmal. Das geht manchmal, dauert ein bisschen lange. Aber bezogen auf Scaling hat man hier gute Sachen dabei. Nils hier mit dem Witch Doctor am Start, der kann sehr gut stunnen. Und er hat die Ultimate, wo wirklich die Leute nicht sterben. Na, also die spielen alle Meta, würdest du jetzt sagen. Also spielt jetzt niemand einen Charakter, wo du sagst, ah, warum nimmt er den oder... Ich glaube von der Einfachheit sind es Champions, die man sehr, sehr gut spielen kann. Mhm. Das ist so das Wichtige, sie funktionieren relativ simpel und entsprechend effizient. In Dota ist ja die CC-Verwertung ja völlig anders. Wo man bei LoL sagt, 2 Sekunden ist lang, ist ja, zack, da ist der nächste Kill. Bei Dota sagt man, du bist 4 Sekunden gestunt, das ist für mich normal. Ja. Was Sola jetzt spürt, weil er bewegt sich halt basically gar nicht. Komm, Gang von Top. So, jetzt Julina ganz allein. Nein, Julina nicht ganz allein. Oh, schöner Dash. Er hat sofort geultet. Max mit dem Ult-Engage. Spinnt er jetzt. Er macht das erst währenddessen Magie-Mood. Er kann nicht gestunt werden. Nils spürt das. Und der Captain. Die holen den richtig. Oder Multicast. Und Papo ebenfalls durchgedrückt. Moment, das ist ja eine Mischung aus Master Yi und Garen. Ja. Er kann mit der Ultimate zwischen verschiedenen Master Zielen hin und her springen. Ja. Na? Aber wenn es nur ein Ziel ist, dann wird das aufgeschnitzt. Na, da hast du da keine Chance. Jetzt kommt der Gegenschlag. Nein, nein, Steffen Meyer ist da. Von 1000 Kilometern natürlich auch einen Hut geworfen. Hier sind wir schon. Man kann die Leute silenzen. Steffen Meyer, der wird jetzt hier nochmal verstimmt. Schöner Stun! Das Inferno! Na, das drückt da oben aber nicht rein, aber muss hier den ersten aufgeben. Steffen quasi in dem Gegner drinne. Er spielt hier die Phantom Assassin. Ein Champion, wo das Wort Crit neu erfunden werden muss. Die crittet mit Abstand am allerhärtesten. Das sind dann irgendwelche prozentualen Werte, wo du das Gefühl hast, ADC zu spielen. Macht auch hier keinen Sinn. So, wir sehen jetzt schon, Julina ist mit Viper dabei, ist ein bisschen vorsichtiger. Das kann man natürlich so ein Stück weit nachvollziehen. Aber es ist schön zu sehen, dass das Spandauer Inferno von den Kills her nachholt. Und wir sehen, bezogen aufs Vermögen, auf das Gold. Mhm. Weil wenn man hier stirbt, verliert man Gold. Ach, man verliert Gold? Ja. Okay. Nur, aber man kann sich zurückkaufen, wenn man tot ist. Bruder ist komplett lost. Okay, ich bin komplett verwirrt bei dem Spiel, was man alles machen kann. Ist wirklich so. Der Johnny farmt aber und Sola auch. Und das sind die Skills, die sie aus den anderen Games übernommen haben. Mhm. So, das ist das Wichtige. Wir sehen jetzt schon, die ersten Skills wurden ebenfalls noch verteilt. Das bedeutet, man kann natürlich gewisse Stärken eines Champions oder eines Helden hier in dem Fall entfalten. Mehr Tick-Speed, mehr AD, mehr Armor, mehr HP, je nachdem, was für ein Charakter du bist. Das war die Ult. Sniper-Schuss. Achso, das war die Ult. Okay. Das war quasi die Caitlyn-Ult vom Sniper. Macht später natürlich mehr Damage. Hier merkt man das Ganze nicht. Hat aber auch später einen sehr, sehr geringen Cooldown. Und Steffen bereits schon Level 12. Ich glaube, das Cap liegt bei Level 25 oder sowas. Also man kann ja auf jeden Fall gut eskalieren. Okay, du hast dann quasi alle Punkte in deinen Fähigkeiten. Ja. Und dann kriegst du Stats. Okay. So, wir können mal in Spannung Inferno reinhören. Ich glaube, jetzt kommt ein kleiner Teamfight. Egal, da ist kein Tower, Okay, wollen wir jetzt weiter pushen oder was ist der Plan? Ja, würde ich sagen. Wir forcen mal einen Teamfight. Okay. Sehr gut, Max. Aber Mitte oder wollen wir versuchen, oben den Tower mal zu nehmen, die Map zu öffnen? Das können wir auch machen. Wir können auch hochrotieren, wenn wir jetzt Mitte reingepusht haben. Ja, hier ist auch irgendwas von rechts am Schießen. Okay. Ja, das ist die einzige, die was kann. Ja, ich weiß, die ist halt tot. Ja, ja, Creeps. Und das kann man doch gut nutzen. Lina, also der Charakter, den Johnny spielt, sie ist ein absoluter Burst-Mage. Okay, sie hat irgendwie 1, 2 Spells, wo sie einfach nur einen Laserstrahl in dein Face drückt. Später vielleicht nicht mehr so stark, aber gegen so jemanden wie Steffen, der natürlich von Anfang an oder das ganze Spiel lang sehr weich bleiben wird, ist halt die One-Shot-Gefahr unfassbar groß. Lux in Rot. Ja, exakt so. Aber witzigerweise Point and Click. Oh, ja. Noch schlimmer. Das heißt, du musst nicht zielen. Na, du musst einfach nur treffen. Und dann haben wir den Carrier kurz gesehen. Der flog hier, man sieht es auf der Karte, diese Esel. Also die fliegen durch die Gegend. Okay. Ja, und bringt dir dann entsprechend die Items. Was natürlich sehr, sehr schön. Man sieht jetzt, wie viele das sind. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich wusste nicht, wie viele das sind. Aber die pushen die Mitte. Hamburg pusht die Mitte, Spandau pusht top, merkt es gerade und versucht jetzt, glaube ich, wieder in die Mitte zu rotieren oder ziehen sie es durch? Oh, nee, Steffen will verteidigen. Der könnte aber da gedeift werden. Bin mir da nicht sicher, ob die das eiskalt durchziehen. Weil, wie gesagt, Türme kann man ignorieren. Der Chat die haben Angst. Man kann Level 3 sein, Sola. Im ADC Battle. Ja, keine Chance. Keine Chance. Er hat später die Möglichkeit, mit einem Item gegenzusteuern, wo er mit Autotech stunnen kann. Mhm. Also, das ist auf jeden Fall nicht schlecht mit dieser hohen Reichweite. Phantom Assassin in den Gegner nun drinne und man merkt der Schmerz. Jolina würde einfach nur komplett auseinandergerissen. Der Captain, der ist da! Boom! Und da haben wir die Ultimate von Johnny gesehen. Er hat einfach es geschafft, die Maus über einen Champion zu halten und dann R zu drücken. Wow! Das ist ja mega schwer. Na, deswegen Lina. Jetzt kommt Steffen von der Seite. War das im Arrow von Steffen? Ja, er kann auch gut über die ganze Karte damit schießen. Macht sehr viel Damage. Und hier muss man dazu sagen, Bäume sind im Weg, sind ein Hindernis, können aber von vielen Spells weggebrannt werden. Oder einfach noch zu schauen. Hier, sieht man. Da sehen wir es mit dem Higher Ganze. Ground, ne?
So, jetzt natürlich der Highground-Nachteil. Schöner Multicaster an der Stelle. Wir sehen es, wie Mages im Midgame so gut funktionieren. Pabo aber trotzdem down. Hier natürlich gut kurz verstummt. Die Betäubung sitzt ebenfalls, aber muss sich zurückziehen. Der Meier, der Steffen Meier, der bleibt da vor sich. Johnny müsste theoretisch wieder seine Cooldowns haben. Hier sehen wir das. Also er kann quasi auch sehr, sehr viel Feuer auf den Boden ballern. Da sieht man es mal mit der schönen Betäubung. Sola ist zur Stelle. Vielleicht macht er auch mal mit. Nein, macht er nicht. Doch, er hat einen Headshot gemacht, aber kein Damage. Jolina hat sogar als Wählerfehl vernichtet. Na, sie hat sich einfach zu Tode vergiftet. Viper natürlich ein Champion, der in der Lage ist, über 1000 Stunden dir Schaden zu machen. Ah ja, die vergessen nicht zu farmen. Die farmen alle relativ gut. Also Spandau farmt im Gegensatz zu Hamburg. Hamburg ist ein bisschen Probleme damit. Die Standard-Goldquelle wird natürlich hier trotzdem sehr, sehr gut genutzt. Also das ist schon mal die absolut richtige Entscheidung. Du brauchst am Ende des Tages Kohle. Denk dran, wenn ihr sterbt. Ich glaube, das ist nach wie vor so. Ja, vielleicht erzähle ich doch was völlig Falsches. Aber du verlierst Kohle. Du kannst dich zwar zurückkaufen, was not bad ist. Ja, da kann man auf jeden Fall mit arbeiten. Hier sehen wir nochmal die Perks hier an der Seite. Also quasi Bonuseffekte, die man sich über die Zeit dazu generieren kann. Johnny? Was ist mit Johnny los? Was ist mit ihm los? Er ist unsichtbar. Nein. Nein, jetzt bewegt er sich. Aber er ist unsichtbar. Warte, der kann er mit dem Stun ran. Nee, jetzt ist er zu sehen. Betäubung aber nicht ganz gesessen. Muss ich da zurückziehen. Der Nils, okay, wie gesagt, Nils, auch. Was kann Nils überhaupt von seinen Skills her? Nils noch nicht so viel Action. Hat so einen Bounce. Okay. Er ist in der Lage, quasi so eine Flasche nach jemandem zu werfen. Die springen zwischen den Charakteren hin und her und stunt jedes Mal. Das heißt, wenn zwei Leute ineinander stehen, bist du nur betäubt. Du kriegst wirklich viel Damage. Und seine Ultimate sorgt, glaube ich, nach wie vor dafür, dass alle um ihn drumherum nicht sterben können. Also eher mehr Kale oder mehr... Mehr Kindred? Kindred. Oh, Kindred mit ein bisschen Stunt. Oh, Steffen ist natürlich jetzt, ich muss dazu sagen, Attack Speed Champions. Ich muss nochmal sagen, alle, die auf Agility gehen und entsprechende Items haben, da hast du keinen Stich. So, du wirst einfach komplett weggeballert. Und die Erfahrung, die Steffen Meier hier mitbringt, die ist einfach sick. Er hat jetzt mittlerweile auch das meiste Gold, also Sola, komplett abgeschlagen. Johnny zwar gut, was den Farm angeht, aber darum geht es hier quasi. Jolina tankt. Oh, schöner Stun. Oh, direkt unterm Turret. Aber ihr seht es, der Tor macht wenig Schaden. Jolina muss sich zurückziehen. Und hier schon wieder die Crits. Seht ihr den Phantom Assassin? Oh, schön, aber mit dem Blitz gegengearbeitet. Johnny den Stun allerdings verfehlt. Türme in Dota machen nach wie vor null Damage, wie man hier sehen kann. Sehr. Die diven komplett alles weg. Der Martin tankt immer noch. Es ist halt so ein dummes Design. Aber deswegen spielen wir das auch nicht. Ja, jetzt aber hier, Nils. Da ist nochmal die Ultimate. Das ist die Ultimate. Und da ist niemand drin. Da war jetzt nicht viel zu spät drin, aber ich meine, er hat sie wirklich spät gezündet. Aber sie leben ja alle. Ja, sie leben alle. Es war ein Dive, der hat funktioniert. Kills sind entstanden. Absolut. Dadurch natürlich 15 zu 8, das merkt man so ein Stück weit. Bezogen aber auf das Scaling hat man aber mit Sola eigentlich einen Vorteil. Also er wird sehr, 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 sehr viel Reichweite später aufbauen. Das Problem ist das da. Na, wenn Steffen weiß, wie die R-Taste funktioniert, wird er halt die Leute andashen und nach 2 Sekunden aus dem Leben kriegen. Okay, das Late Game gewinnen wir easy, sag Heino. Was sagst du dazu? Schwierig. Ich bin mir da nicht sicher. Also im Prinzip kommt es darauf an. Schaffen sich Steffen rauszunehmen und dadurch natürlich Hamburg komplett zu zertrümmern auf mentaler Ebene. Wenn dein bester Spieler raus ist, dann gibt es natürlich so ein Stück weit Probleme. Er hat jetzt aber auch mit Abstand die meisten Stats. Also Steffen Meier, wir können mal vielleicht noch kurz zu ihm schalten, falls Sie die Spectator sehen, wie weit er mehr oder weniger ist. Na, er läuft jetzt ein bisschen alleine durch den Jungle. Wenn man ihn catchen sollte, ist das auf jeden Fall not bad, weil er ist wirklich der Einzige, der das Spiel halt unfassbar gut kann. Gibt es irgendwelche Vision Wards in Dota? Ja, du kannst Wards aufstellen, das auf jeden Fall. Es gibt sogar, glaube ich, noch die ein oder andere Rune. Also Vision ist nach wie vor key und hier sehen wir es ja. Zack, zack, zack. Das ist seine Tech-Speed-Champion. Er stunt dich für 6 Monate. Was für ein Maschinengewehr! Und schießt dich einfach down. Es ist halt unfassbar dämlich. Na, aber... Natürlich auch hier mit einer Rune sogar noch. Ein kleines bisschen dumm. Ne? So muss man es mal. Er hat jetzt auch Molnir fertig. Das ist, glaube ich, immer noch ein Item, was ich noch vor 1000 Jahren kenne. Das hat dann quasi auch immer noch so ein, entweder so ein Stun oder so ein On-Hit-Effekt. Ich glaube, so ein On-Hit-Damage. Da kann mich auf jeden Fall gerne der Chat nochmal so ein bisschen korrigieren. Du, das ist wie ein Static. Wie sieht es eigentlich mit den Camps aus? A Static Shift. Okay, gut. Wie sieht es eigentlich mit den Camps aus? Also, du hast ja Red Buff, Blue Buff eigentlich bei LoL. Gibt es die hier auch oder geben die hier nur Gold? Hier gibt es Gold. Da bin ich mir eigentlich sehr, sehr sicher, dass es noch keine Buffer-Stellen gibt. Es gibt aber quasi den Nashor. Ah ja, den Baron. Nee, den Roshan, Entschuldigung. Ja, das ist Roshan und Rockwerf. Na, das bedeutet, das Ganze wurde offensichtlich als Anlehnung direkt übernommen, nur der Name wurde gedreht. Und das ist natürlich so ein ich kenne ihn als Mega-Golem, wie er hier jetzt aktuell aussieht, kann ich gar nicht genau sagen. Aber das ist quasi das Äquivalent dazu. Und du bekommst hoffentlich nach wie vor...
ein Item, was dir quasi Guardian Angel gibt. Oh, Julina ganz allein gegen drei. Ein schöner Headshot von Sola. Also, man sieht das halt. Hey, Spin to Win. Der Spin to Win Move ist hier vor allem noch verstärkt. Er ist währenddessen, falls es immer noch so ist, Magie immun. Ach, das auch noch. Das ist halt ein Design, wo ich sage, holy ass, ne? Alt F4, goldmäßig, hier nochmal der Vergleich. Na, da, man muss ja daran denken, wie viel man unterwegs noch hat. Wie gesagt, die Stats, da muss man auch so ein bisschen Steffen hervorheben. 7-1, der ist richtig gut dabei, aber natürlich auch einen gewissen Shutdown-Wert. Türme kriegen keinen magischen Schaden, by the way. Das musste jetzt der Kollege auch noch lernen. Aber sie also sammeln sich. Wir können ja vielleicht nochmal reinschalten in die guten Kollegen. Oh, Steffen macht hier den zweiten Tower. Botlane. Der geht Speed pushen. Da geht's. Pfeile tun halt weh. Sie müssen jetzt in der Mitte durchbrechen. Wir müssen durchbrechen. Aber das ist ja gegen den Dragon Knight schwierig. Also wenn er auch die R-Taste finden sollte, wird das problematisch. Steffen! Mentale Kraft, mentale Power. Ich schick dir gerade eine Nachricht. Drück R. Ja, mach die Ultimate! Zack, ich hab's. Und man sieht, dass die Autotext freezen quasi die Leute. Nicht nur entsprechend dort Damages am Start, sondern du bist unfassbar tanky. Johnny natürlich auch mit gewissen Grundschaden, aber Steffen ist zur Stelle, kam da mit dem TP. Die Autotext sitzen WLAW. Oh, da ist der Double Stun! Meine Güte, ich glaube, das war Nils. Na, das hat auf jeden Fall sehr, sehr gut für ihn funktioniert. Nils. Johnny muss sich zurückziehen. Vela ist komplett gigalost. Aber der Dragon Knight, wenn er R drückt, ist basically gegeben. War das Play of a Game? Ja. Definitiv. Ich meine, er wird dumm tanky. Dieser Charakter wird schlichtweg unfassbar tanky. Ja. Na, und damit natürlich Johnny wird über gechased. Den Gegner drüber rennen. Steffen Johnny kommt dazu. Er ignoriert den Tower. Ja, kann er auch. Der Tower macht einen Schaden. Schöne Betäubung von Johnny und er wird jetzt so enttäuscht sein. In Dota wäre er jetzt fünfmal tot. Na, aber in diesem Spiel, Dota sagt schon, LOL wäre fünfmal tot. Hier passiert legit gar nichts. Also Türme sind einfach nur Deko. Bäume. Nein, das ist einfach, es ist wirklich Deko. So. Das ist quasi schon eine Übertreibung hier an der Stelle. Und man sieht es, Hamburg ist dabei, den zweiten Win zu holen. Ich fasse es nicht. Glaub's auch nicht. Guckt euch das Gold an. Unfassbar. Das Vermögen geht runter. Jetzt natürlich die Creeps, oder beziehungsweise die Produktionsgebäude. Die Creeps kommen ja hier aus der Erde, wir wissen, wie es ist. Deswegen brauchen sie keine Produktionsgebäude. Deswegen brauchen sie keine Gold wollen mehr, aber das würden jetzt natürlich sehr, sehr starke Creeps, ich zitiere nochmal Nils, aus dem Boden kommen, die jetzt natürlich die Mitte saftig runterrennen werden. Aber das Inferno, ich hätte es nicht gedacht. Ich dachte, das MOBA-Wissen carried die. MOBA ist nicht MOBA. MOBA ist nicht MOBA. Ja. Dota ist nicht LOL. Ja. Und Nils ist auch da. Ja, Nils ist auch da. Er ist einfach am Start. Na, man sieht es ja an der KDA, das ist schon nicht schlecht. Da kann man auf jeden Fall schon mal arbeiten. Da gehen wir gerade auf Nils. Er hat auch die Skillpunkte, man sieht, alles leuchtet. Er alles leuchtet. Kann überall Punkte reinstecken. Nils, drück auf Plus und so. Mach's nicht. Er hat eine solide Auswahl, er lässt sich Zeit. Schöner Kill. Jetzt hat man, glaube ich, sogar Steffen genutzt. Kranke Serie wurde beendet. Völlig kranke Serie. Ist das der Jargon in dem Spiel? Aha. Wusste ich gar nicht. Völlig krank. Na, aber natürlich entsprechendes Comeback-Potenzial da, wo ich aber auch sagen kann, nö. Na, er kann sich theoretisch jederzeit zurückkaufen. Ich weiß nicht, ob diese Mechanik noch funktioniert. Wahrscheinlich ja. Jetzt will man vielleicht den Roche anmachen. Ja, er wartet eher ab. Also man sieht es, 50 Sekunden noch, bis er dann wiederbelebt wird. Ja, chill. Vielleicht geht es auch gar nicht mehr. Vielleicht erzähle ich da Unsinn. Aber das Inferno bleibt. Wir sind jetzt in der 20. Minute. Wie gesagt, normalerweise gehen Dota Games 50, ja, 50 bis 70. Dann hat man also richtig Spaß, weil die Items auch frickin' teuer sind. Ja, man kriegt zwar hier einiges an Gold, aber nö, die Gegenstände sind halt wirklich unbezahlbar. Sola jetzt, man sieht es, die Range. Look at this. Er schießt halt aus Mappen Süd, na, und ist damit natürlich in der Lage, später wirklich gut DPS rauszudrücken. Aber ich weiß ja nicht, ob er gegen den Dragon Knight klarkommt. Also Marin, eine gute Wahl getroffen. Dummen Champion gewählt, der wirklich sehr, sehr tanky wird. Ist er ja so Leona? Also sieht für mich gerade so aus. Frau, Schwert, Schild, Leona. So ein bisschen, also von der Tankiness definitiv ja, aber sie geht mehr so in die Richtung Leona mit Nahult. Oh, okay. So, mit Nahult und AOE Frozen Mallet Auto Attacks. Na, es ist wirklich, also die Freeze-Variante von dem Drake, du kriegst auch unfassbar gute Stats währenddessen. Du kannst da definitiv mitarbeiten. Also, es ist ein schönes Game, definitiv. Na, aber es ist alles, was du bei LoL nimmst, plus ins Extreme. Ja, nur absolut. Die Türme sind sinnlos. So, jetzt zurück, alles cool. So, Kommandos vom Captain. Alles zurück. Die haben Steffen mal gesehen. Ich sag so, nope. Haben sie nope. Aber theoretisch kann man Steffen gut fokussieren. Nochmal, der Ogre Magi von Papo, der drückt Multicast, also der drückt das Q auf jemanden und wenn er einen Multicast High rollt, das ist eine random Chance, dann ist der für Ewigkeiten gestunt. Und kann dann natürlich sehr, sehr schnell gefinisht werden. Gerade mit Johnny
und Sola zusammen. Oh mein Gott, Head of Blood muss zurückziehen. Er ist vergiftet. Er kriegt das gar nicht mit. Da sehen wir nochmal den Multicast schön von Johnny gefinished. Das war sehr, sehr gut. Also der Damage von Lina, der hat noch einen gewissen Einfluss. Marin und Martinez. Bela, Fee und Sola aus 1000 Kilometern. Einfach den Drake genutzt. Weil die Range, ihr seht es, die ist dumm. Super dumm, würde man fast schon sagen. Aber es dauert, ehe man zu diesem Moment kommt. Wie ist denn Henno wieder auf Full Life? Wie hat er das gemacht? Gutes Game Design, das weiß ich actually selber nicht. Na, hat sich da vielleicht nochmal gegen geheilt? Jetzt natürlich aus 1000 Kilometern. Jetzt sieht man die Range. Jetzt sieht man die Range von Sola. Er outranged jetzt schon den Turm. Ja. Tja. Er ist außerhalb der Reichweite. Multicast natürlich ebenfalls hier nochmal dabei. Mhm. Und Turm weg. Also man kann die Midlane einreißen. Oh, Steffen Meyer, der muss fokussiert werden. Max, der Einzige, der auf ihn geht. Johnny immer noch keinen Stun rausrücken. Sola Gigalow muss da aufpassen. Man hat die Reichweite. Er ist verstummt. Max mit der Ultimate. Rasiert da einmal durch. Wo kommt der raus? Nicht perfekt. Schöner Stun, wichtig. Sola schießt doch. Er macht's nicht. Oh, Sola ist einfach nur getäuscht. Ich glaube, er weiß es noch gar nicht, dass er so weit schießen kann. Er muss es wissen. Die Ulti hat auch später einen sehr geringen Cooldown, kann trotzdem gut zum Finish benutzt werden. Das ist eine ist Mechanik im Game. Die Gebäude sind unverwundbar. Was, die sind unverwundbar? Für ein paar Sekunden. Was? Kann man nicht kaputt machen. Oh, okay. Das ist so ein Anti-Push-Tool. Hatte LoL auch gehabt, das hieß Fortified. Und dann hat LoL gesagt, seid ihr eigentlich dumm. Na, und hat das Feature so ein Stück weit rausgenommen. Jetzt sind die Gebäude ebenfalls weg. Max natürlich mit den Kommandos im Hintergrund. Also das ist einfach not bad. Und KDA weiß, muss man hier, wie gesagt, auch Johnny loben. Also er gibt sich so größte Mühe, weil dieser Champion scaled nicht. Der Damage, der ist irgendwann limitiert und man sieht ja an den Items, die haben erst 3 mit Schuhen. Erst 3. Die werden also noch 6-mal besser. Puh. Ich finde, es ist im Moment ganz ausgeglichen, oder? Also beide haben den mittleren Turm verloren. Auf eine gestörte Art und Weise, ja. Ja. Man sieht, wenn sich das Team von Hamburg nicht traut, quasi all in den Fights zu gehen, haben sie mit Vela Face, Draw Ranger und Sola Sniper sehr guten Schaden von Weitem. Das Ding ist, dass es für Steffen sehr, sehr schwer wird. Er muss wirklich Martin sagen, Martin, du drückst jetzt R und wir gehen gemeinsam rein. Oha. Oh Gott, Henning muss eventuell für Max spielen. Das ist natürlich schon absolut grausam. Ich weiß nicht, wie viel Dota-Erfahrung hat. Es ist Notfallplan. Der Max muss los anscheinend. Ist es Spandaus Biest? Ich hoffe es. Geweckt wird. Ist es so der Notfallplan, der hinter einer Vitrine steht und dann wird der Hammer genommen und dann eingeschlagen? Holt den Henning aus der Vitrine. Ja, der muss da ausgepackt werden. Der Käfig dann sofort hochgefahren und nun darf er quasi unleashed werden. Ja, das ist ein bisschen eine Zeitmechanik hier. Ihr merkt das schon, das Format ist ja jetzt schon überzogen. Na, es ist halt Dota. Dota ist halt langsam. Irgendwann muss der All-In kommen. Aber man sieht ja schon, dass bei Hamburg auch die Erfahrung da ist. Dass sie sagen, wir können unsere Gebäude unverwundbar und kaufen mal 30 Sekunden, was ja auch unfassbar viel ist. So, und der Steffen, der muss jetzt sein Team sagen, Leute, wir wollen jetzt gewinnen. Er wirkt aber noch sehr gelassen. Oh. Das ist der Baron, ne? Nee. Nein? Doch. Nee, eigentlich nicht. Also dort kenne ich ihn eigentlich nicht. Er ist eigentlich gespiegelt auf der anderen Seite, aber das Ding ist auf jeden Fall dick und fett. Na doch, das ist der Roshan, das ist er. So habe ich ihn gar nicht in Erinnerung. Na, ja, wird jetzt aber gemacht. Die Frage ist, was bringt er? Weiß das Team, was er bringt? Können sie das Item einsammeln? Wissen sie, dass es ein Item ist? Es liegt da. Ich glaube, sie wissen einfach nur, oh ja, das ist der Baron. Sie wissen auf jeden Fall, die Unverwundbarkeit von Gebäuden haben sie noch nicht rausgekriegt, wo da der Button ist. Wir verlieren hier gerade alles Mögliche, Bot. Gegen Einheiten. Weiter pushen, können weiter die noch zurück? Durch. Man kann sich ja bei dem Game gar nicht so richtig porten, oder? Nicht eingesammelt. Es ist kein Best of Three. Das Item wurde nicht eingesammelt. Da ist er. Multicast sofort auf den Steffen. Der Steffen muss fokussiert werden, aber Papo da ganz alleine. Jetzt nochmal der Stun von Johnny. Reicht der Laser? Er reicht nicht, Steffen! Der rasiert durch. Jetzt wurde er erst gefinisht. Hat lange gedauert. Henno da sofort mit der Ultimate. Der schlitzt da zwischen 10 Leuten. Velafee drückt nicht richtig, aber Sola mit 4 Reichweite. Max und Sola, die gehen da durch. Da ist der Headshot. Ultra-Kill. Sola ist völlig krank. Sola hat das Spiel verstanden. So, das Ding ist, mit dem Ende wird schwer. Ihr seht die Dev-Timer. 1 Minute. Jemand war so krank bei Dota und hat gesagt, die Leute sind eine Minute tot. Das heißt, es muss jetzt gepusht werden wie Ast. Na, man hat natürlich ein paar AOE-Spurts dabei. Die Gebäude sind ja schon quasi low. Das bedeutet, man kann jetzt sofort auf die Türme gehen. Aber der Weg, du hast vorhin erwähnt, die Karte ist groß. Guck mal, wie lange die brauchen. Aber kommen jetzt eigentlich Super-Minions? Kommen jetzt Minions brauchst du nicht. Das sind keine Türme. Das sind ja nur Pappeimer. Na, die kann auf jeden Fall gut weggeballert werden. Aber ich meine jetzt hier Hamburg, weil die haben da jetzt so einige Gebäude zerstört. Ist da irgendwie... Ja, klar, ist nervig, aber ich glaube, Super Minions gibt's hier quasi gar nicht. Gibt's hier nicht? Du musst auf jeden Fall jetzt hier finishen. Ich glaube aber, das wird nicht mal was. Steffen Meyer ist nämlich Steffen Meyer ist back in your area.
Und er läuft sich zurücklaufen, da sieht man es ganz links. Die kaufen sich alle kaufen zurück. Sich zurück. Okay, die und haben jetzt vor allen Dingen mit dem Tor-Move. Sie haben sich zurückgekauft, können jetzt vielleicht noch Solar catchen. Machen sie aber. Ah, das Static Shift, wir sehen's. Ja, jetzt müssen wir das Ganze eigentlich nur hoch. Ja, das Molnir ist halt mega stark. Aber er ist halt Full Build. Es gibt aber so ein Item, glaube ich, Black King Bar heißt das. Mhm. Ja. Das kannst du drücken und bist dann für ein paar Sekunden, was natürlich wieder gutes Design ist, Magie-Immun. Ich weiß nicht, ob das ein Champion ist, der sich das holen kann. Ich glaube, das Ding hat auch so ein kleines bisschen Honor. Das bedeutet, du kannst es halt drücken, kannst immer noch sterben. Mhm. Aber du wirst ja nicht CC'd oder sowas. Bin mir nicht sicher, ob das entsprechend geholt wird. Es war natürlich ein gutes Ace. Das Ding ist aber, dass jetzt bald Max los muss. Das heißt, der Henning. Der darf jetzt seinen Maulkorb abnehmen und dann entsprechend die Controller. Controller wollte ich nicht sagen. Oh, das Item liegt immer noch da! Sie haben einfach. Stell dir vor, du machst. Oh mein Gott, meine Augen. Das ist so, als würde man den. Wie heißt das? Da wirst du den Herald machen. Den Herald machen, vergessen das Ding bloß halt mal 10. Oh Gott, oh Gott. Na, du hast einen GA auf dem Boden liegen, aber den sammelst du nicht ein. Das Ding weiß ich gar nicht, was das ist. Das sieht ein bisschen aus wie Twisted Tree Line. Haben jetzt hier so ein Beacon aktiviert. Da kann ich leider nichts dazu sagen. Aber Steffen Meyer, der müsste jetzt langsam fokussiert werden. Hat jetzt hier ein bisschen Turret-Aggro. Er weiß, Henno macht. Verwundbarkeit ist da. Vela Fee und Max rasieren da einmal komplett drüber. Aber sie ist halt fast. Look at die Geschwindigkeit. Na, Vela Fee muss ja jetzt zurückziehen. Papo, theoretisch einmal mit der R-Taste, beziehungsweise hier mit dem Q, müsste eigentlich das? In der Lage sein. Das war die Sniper-Variante. Der kann so ein bisschen den Boden befeuern. Na, da werden die Minions geslowt, macht ein bisschen Damage, slowt ein bisschen. Na, kennen wir quasi von Make It Rain. Was für eine verrückte Range in diesem Spiel ist. Es ist alles dumm. Es ist wirklich, du nimmst alles und machst es mal dumm und dann ist es Dota. Ne? Es ist, also aus LOL-Sicht nur gemerkt, ist alles übertrieben. So, wir kriegen ja noch die Info. In 5 Minuten ist Max los. Okay. Also es ist Tide, Leute. Hamburg versus Spandau. Es ist halt Dota. Das ist unberechenbar, das Game. Das ist schon der schnelle Modus. Ich sag's, wie es ist. Es ist ein 28-Minuten-Game. Das ist schon Earth-Mode. Na? Ohne trotzdem nur lang. Das stimmt. Das ist Earth, was sie da spielen. Einfach insane. Aber hier sehen wir schon, Solar hat Full-Build. Das sieht schon nicht schlecht aus. Also Solar muss jetzt tryharden. So, hier sind schon die Mitte wird. Also das wird jetzt der letzte Teamfall sein. Wir können ja vielleicht nochmal zu Spandau schalten. Boom. Steffen sofort in den Kopf geschossen. Können wir nochmal seinen Toner? Oh, Papo ist unsichtbar. Nils, zu vorne, Nils ist down. Der ist schon mal weg. Die Frage ist, kann Steffen Meyer von der Seite nochmal irgendwie gegensteuern? Keiner bisher richtig im Fokus. Solar schießt nicht auf ihn. Er nutzt die Range nicht. Solar! Ja, jetzt hat er! Wähler hat ihn nochmal gefinisht. Jetzt müsste der Schaden eigentlich genug sein. Solar müsste jetzt unstoppable sein. Der wird den wegböllern. Das müsste locker funktionieren. Zack, da kommt nochmal der Slow. Vielleicht die Ultimate noch hinterher. Das könnte bereits reichen. Zack, schön in den Kopf. Oh, hier! Das Wirbel-Zwirbel-Item nochmal verwendet. Das ist ein Gegenstand, womit man die Gegner hochwerfen kann. Können sie sich noch reinkaufen? Kann Hamburg sich noch reinkaufen? Ich denke ja. Wir müssen mal schauen. Oh, das ist, oh, der Rück. Kein Rückkauf steht da. Kein Rückkauf? Ah, nee, das steht bei Papo. Ach so. Ja, aber er ist wahrscheinlich am Leben, oder? Er ist am Leben, ja. Oder er hat kein Geld. Nein, aber ich weiß gar nicht, wie viel das Rückkauf mittlerweile kostet. Es stehen ganz viele Nines da. Na, Rückkaufstatus? Nein, 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 ja, nein, nein, nein. Na, also das ist wirklich, das ist für das Spandau-Inferno machbar. Ich glaube, das ist GG. Ist es das? Ja. Leute, ist es das GG? Guck dir das mal an, eine Minute. So, Olaf, schießt du hin? Schieß auf den, guck mal, wo der schießt. Der schießt einfach aus 1000 Kilometern, Turret-Fokus nicht optimal, sie sollen vielleicht auf einen Turm gehen. Wähler für ein bisschen low, keine Minions nach wie vor. Jetzt kommt die Parade. Jetzt kommt nochmal der Belagerungsmodus. Die Zeit relativ gering. Warte, Martin kommt, Martin ist wieder da. Der Martin mit dem Drachenmodus, aber das könnte knapp werden. Steffen aber ebenfalls als Assassin zur Verfügung. Das wird sehr, sehr gefährlich. Hand of Blood gerade erst in der Base. Teleportiert sich eventuell nach vorne. Papo auch komplett AFK. Hat sich da jetzt nochmal zurückgekauft. Der Nexus wird bereits fokussiert. Wie viel HP hat der Nexus? Das ist die Frage. Dota. Solar meine ich. Dota Solar. Na, schießt da drauf. Würde sich vom Assassin komplett ausrediert. Das ist Evelyn bloß mit einem Schwert. Na, komplett weggekrittet. Das Blut spritzt. Aber der Nexus steht noch. Wie viel HP hat der Nexus? Oder der Stein. Der Baum. Was auch immer bei Dota kaputt gemacht werden muss. Das Hauptquartier. Das Hauptquartier. Rückkaufen ist ja so ein bisschen schwierig. Na, und jetzt muss natürlich die Base verteidigt werden. Oh mein Gott, es geht weiter. Die haben Minions, die haben Probleme mit Minions. Spandau hat Minion-Probleme. Spandau hat Brain-Probleme. Die haben einfach nicht den Turm fokussiert. Die haben auf zwei verschiedene Türme geschossen. Ich glaube, die wussten nicht, welcher der Turm ist. Jetzt aber die dumm sind, wolltest du fragen. Was ist das denn? Diesen Turm verstehe ich ja, by the way, wirklich nicht. Da habe ich legit keine Ahnung. Dragon Knight, mittlerweile 5 Milliarden HP, ey. Der wird halt immer kräftiger. Können wir mal vielleicht auf Nils gehen? Ich möchte wissen, ob er seine Skills mittlerweile gekauft hat. Ja, das ist eine gute Frage. Nein! Nils, alles verloren! Nils! Der hat immer noch nur einen Punkt im Q. Level 25. Muss reichen. Na, ich habe den Spell.
Uikiki. Na? Einfach nur Nils, der beste Spieler. Bei Rocket Beats. Wahnsinn. Einfach schlicht der Wahnsinn. Max ist noch da, aber der muss los. Der muss los. Der hat keinen Bock mehr. Nein, er ist wütend. Er muss los. Er geht. Er geht. Er sieht auch. Alt F4. Er rennt raus und da ist. Oh mein Gott! Michael, der CEO von Freaks for You Gaming, setzt sich ran und jetzt wird's gefährlich. Jetzt muss der Chef. Dieser Boy, dieser Mann. Das ist nicht nur der Chef der ganzen Sache hier. Das ist einer, der mega viel Erfahrung in Dota hat. Wie verzweifelt seid ihr, dass ihr den Chef holt? Der Chef, der Chef des Chefs muss ran. Das ist ja der Wahnsinn. Freue ich mich mega drauf. Ich weiß nicht, ob das... Er hat... Okay, jetzt kommen Fun Facts, ne? Er ist ein bisschen älter als ich. Er hat 10.000 Stunden in Dota. Ich weiß nicht, ob ich schon 10.000 Stunden gelebt habe. Ja, was ist denn mit ihm? Na, jetzt muss er aber carry, ne? Er hat einen Juggernaut. Juggernaut, super krass. Muss natürlich schauen, dass er wirklich rankommt. Die Frage ist, kann er entsprechende Calls rausbringen? Kann er den Menschen klar machen, hey, fokussiert Steffen Meyer, beziehungsweise hey, fokussiert mal einen Turm, ihr Affen? Oh ja, ich krieg ja von der Regie, mein Job ist legit gefährdet, wenn ich jetzt hier in Anführungszeichen Hand auf Blatt kritisiere. Shit, na, wird natürlich komplex hier vom Design, aber muss man so ein Stück weit durch. Item. Jemand hat gesagt, ich habe das Item. Meinen Sie damit den Nasher? Das Nasher-Item? Liegt das immer noch rum, ich weiß nicht. Ah, nee, warte mal, oder liegt das unter ihm? Hat er es wieder eingesammelt? Ja, wissen wir gar nicht, na, weil das Design dahinter nicht kennt, aber... Ah, das ist die Frage, ob der Micha das Game alleine entscheiden kann. Theoretisch die Brainer. Wir können ja vielleicht mal reinschalten, ob er redet, ob er denen jetzt sagt, sag mal, wie schlecht seid ihr eigentlich? Alle da, die sind alle da. Die haben aber auch Schiss, ne? Also ich meine... Ja, natürlich. Okay. Bleib vorsichtig. Ich darf jetzt auch nichts Falsches sagen. Der Vertrag ist was weg. Oh, ich kann ja nicht entlassen. Ich kann es halt versuchen, ne? Und ich schaue dann auf den Waldläufer. Aber dann müssen halt alle vorlaufen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber von mir aus... Das ist der closeste Close-Up. Gar nicht hinterher. Wenn ihr vom Captain jemals sehen wir, vom Captain eines Flaggen. Zwei Mitte. Weiß Hamburg überhaupt, dass ein Spieler ausgetauscht wurde? Ja, zwei Mitte, können wir nicht da drauf? Das werden sie, glaube ich, im nächsten Teamfight erfahren. Na, das ist die Frage. Es bleibt natürlich immer noch spannend. 34. Minute. Hamburg vs. Spandau, immer noch nicht entschieden. Es steht ja insgesamt 1-0. Call of Duty wurde recht gut von Hamburg entschieden. Aber MOBA Games, jetzt mal ganz ehrlich. Ich meine, wir können noch ein paar Leute austauschen. Wir haben recht gute Dota-Spieler hier. Wen müssen die jetzt eigentlich fokussen? Hamburg, Steffen. Wen muss Hamburg Steffen? Steffen, Spandau muss Steffen fokussen, aber wen muss Hamburg? Sola muss schnell sterben, das ist wichtig. Okay. Also Sola macht jetzt, er macht nicht nur viel Schaden, weil natürlich so Bonus-Damage, er hat auch On-Hit-Schaden zur Verfügung, sondern er hat halt die Reichweite. Also an ihn ranzukommen wird sehr, sehr schwer werden, aber sie haben theoretisch genug CC. Sie müssen Nils jetzt eigentlich down. Schon... Oh, Nils! Ist fast down! Wieder einen Kopfschuss kriegen. Also irgendwann hat der Sniper keinen Cooldown mehr drauf und vor dieses Geschoss kann sich auch keiner noch vorstellen. Oha. Aber ist nicht wie bei Caitlyn. Er frisst das mal einen Baum. Er frisst einen Baum, das stellt jetzt in dieser Spielminute 60 Leben wieder her. Okay, mach dich locker, friss einen Baum, alles gut. Ist natürlich eine geile... Es ist wirklich... er hat quasi einen Pott reingehauen. Also ganz klein. So ein Tetrapack. So ein Trinkpäckchen. Na, kann man sich mal geben. Aber es bleibt spannend. Sie bleiben sehr, sehr vorsichtig. Wir sehen schon, der Rebuy ist für Steffen möglich. Wenn jetzt Steffen Meyer, der beste Spieler von Rocket Beat, in der Lage ist... zu fallen, kann er wiedergeboren werden? Oh, sie versteckt. Er versucht sie zu picken. Ich glaube, das Klügste wäre jetzt einfach einen nach dem anderen zu picken. Oh, das kann man jetzt hier oben machen. Hier oben der Steffen. Nicht draufgehen, nicht draufgehen. Steffen G ist halb gegeben. Johnny, kann er jemand hochwerfen? Er wirbelt ihn hoch. Der Drache ist in der Luft. Jetzt der Hardfokus. Dann kommt sofort raus. Ganz wichtig. Aber für Spandau. Steffen der Fokus jetzt natürlich auf Sola. Der zieht zurück. Der hat noch ein HP gut gemacht von Micha an der Stelle. Hat ihn gezoned. Na, ihn einfach raus. Damit der Steffen Meyer nicht den Kill holen kann. Ja. Oh, warte mal, waren die beide gerade 10 Jahre gestanden? Nein, weiß ich gar nicht. Also ordentlich HP verloren, der Sola, der muss weiter rauszoomen. Der muss das Mausrad benutzen. Der Sniper hat die höchste Reichweite in der. Muss er nutzen. Und jetzt vielleicht nochmal, warte mal. Wait. Können wir kurz auf Nils schalten? Hat Nils etwa wirklich Punkte reingesteckt? Nein. Nein! Einen Punkt im Q. Aber Nils hat einen Rebound. Einen Punkt im W. Aber drei Punkte in der Ult, das finde ich nicht schlecht. So, jetzt hat er wieder einen... Okay, nee, das ist ganz richtig! Johnny hat Steffen geholt. Steffen Meyer ist down, der wurde hart fokussiert. Er kann aber sich zurückkaufen. Rebuy ist möglich. Nils wird jetzt gechased werden, der Chef direkt dahinter. Oh, schöner Stun. Der schöne Ein-Punkt-Stun. Nope. Du bleibst stehen, ich renn weg. Hat für ihn funktioniert. Sola hier, man sieht es. Trotzdem voll rausgezoomt. Die Base wird so ein kleines bisschen angeknabbert schon von den Minions. Also der Punkt geht definitiv an dich. Sie sind da am Start, aber der
Oha, das Hauptgebäude. Wir sind auch nur zu viert. Der Chef ist da. Man sieht es. Hand of Blood, wie gesagt, direkt vom CEO von Freaks Video Gaming ersetzt. Er hat sich jetzt zurückgekauft. Und ich glaube, das war ein schöner Double Stun. Papo ist ebenfalls down. Sie müssen sich zurückziehen. Papo ist down. Schöner Crit. Sola nutzt die Reichweite. Ist aber wieder betäubt. Er muss sich zurückziehen. Sola wird jetzt aufgeschlitzt werden. Hamburg schlägt so hart zurück. Steppmeier noch am Leben. Schön mit dem Tuno gearbeitet. Weder ist jetzt zu dritt. Schön hier mit dem Item gearbeitet, aber kommt hier an den Creeps nicht vorbei. Der Creep-Block ist insane in diesem Game. Oh, Steffen. Holt auf. Kamera wieder rum. Wie man sieht, Sola hat sich nochmal zurückgekauft. Da ist wieder da. Johnny kann aber eventuell Steffen Meier noch killen. Reicht die Ulti mit. Er hat Crits. Er hat Auto. What? Wie sah der verstärkte Autotext? Das ist ein bisschen sehr, sehr weird. Wird jetzt aber nochmal gefinisht werden, weil natürlich Phantom Assassin 1600 Crits in den Nahkampf rausbringen kann. Ist kein Ace. Nein. Sola ist noch. Ist es nicht. Man kann sich noch zurückkaufen. Das funktioniert. Oh. War's das? Ist es vorbei? Wird jetzt gefinisht? Es ist noch Vela und Sola. Die haben beide Reichweite. Und hier ist ja, aber Sola Damage? Weiß ich nicht. Spür ich bisher noch nicht. Die Dodge, die das nur evade. Die ist nur am Dodgen. Gutes Game Design. Wurde hier nochmal auf absolute Embrace. Schönes Silence hier von Vela. Das bedeutet, hier kann man nicht entkommen. Sola mit einem ganz, ganz wichtigen Kill. Wird von der Seite fokussiert. Jolina merkt gar nicht, dass sie einfach komplett stirbt. Sola! Der Blitzmaster aus 1000 Kilometer und Headshot Bomb! Ja, macht aber null Damage am Drake. Weil natürlich Marien einfach nur aus Stein ist. Okay, Steffen, Jiva hat sich zurückgekauft. 38 Minuten, wieder zurück. Ich krieg hier die Psychokrise, ey. Was ist mit denen? Was würdest du sagen? Ist es Not gegen Elend oder? Es ist Not gegen Elend, das Ding ist, Gebäude kommen nicht wieder. Ja. Steffen hat gesagt, wir machen jetzt die Gebäude kaputt. Na, jetzt kommt er. Oh, schön! Der Chef hat gesagt, nein, die Gebäude machen wir nicht kaputt, die machen wir kurz und sterblich. Ah ja, Gebäude verstärkt. Das muss definitiv vom Chef kommen, denn die hatten es vorher nicht gemacht. Er hat die XP. Die Frage ist, ob er auch mit den Items entsprechend zufrieden ist. Er kann ihn, glaube ich, mit der Ultimate mit einmal one-shotten, wenn er ihn als isoliertes Ziel vorfindet. Wie gesagt, das ist so ein bisschen Master Yi Fiora-Style mit der ganz, 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 ganz alten Ultimate. Jetzt probiert er das Ganze. Zack, und da sehen wir es. Aber schön gedodged. Er lebt immer noch jetzt, oder zerhackt. Da sehen wir es, der Micha. Der nimmt doch die 10.000 Stunden in deinen Ass. Na, komplett destroyed. Jetzt natürlich die Frage, wieder ein Rebuy. Macht man jetzt nochmal den Rorschach? Hat er ein Rebuy? Weil er, das muss man dazu sagen, Micha ist so schlau, er sammelt das Item auch ein, hoffe ich doch. Na, da ist es. The Edges of the Immortal. Also ich sage, Micha stand die ganze Zeit da und hat gesehen, aha, so spielt mein Team, jetzt komme ich rein, ich ändere hier mal einiges. Er hat ihn halt aus der Existenz gekrittet. Das ist aber auch wieder gutes Game Design. Sammelt er es ein? Ja. Boom! Er hat IQ! Im Gegensatz zu den anderen Idiots! Na, sammelt den Gegenstand ein, kann jetzt also wiedergeboren werden. Ich glaube sogar volles Mana, volle AP, gutes Game Design. Der Käse liegt noch da. Die Käse hat er liegen lassen, stinkt aber auch. Na? Lässt man einfach weg, kein Bock. Man kanalisiert sich zurück. Die Basis von beiden, natürlich schwerst mehrfach nackt, okay? Die Hauptgebäude wurden bereits angegriffen. Da ist eine gewisse Lowness da, man kann hier backdooren. Oha, die warten schon. Die ahnen das, die riechen das, die wissen ganz genau, nee, wir warten auf unseren Mate. Wir sind komplette Apes, wenn unser Steffen Meier nicht da ist. Und sie sind legit wie Bots AFK. Aber die Flanken sind bei Hamburg nicht so offen wie in Spandau. True. Richtig. Ich glaube aber auch so ein Richter Spandau. Flankiert er. Ja? Geht er von der Seite ran? Geht er sneaky ran? Ich denke nein. Spandauer, ahu. Da sind noch so einige Tower in Hamburg. Das stimmt. Na, die sind da ready. Man versammelt sich. Spandauer hat nur noch den Top Tower. Aber die sind immer noch AFK. Die trauen sich nicht aus der Basis raus. Trauen sich nicht raus. Gehen so viel Erfahrungspunkte. Das sind solche animierten Animals. Na, die warten da ganz einfach nur bis. Das sind einfach disziplinierte Hamburger, würde ich sagen. Ein guter Hamburger bleibt stehen und wartet auf seinen Anführer. Ja, wartet auf seinen Anführer. Da ist er. Steffen Meier betritt die Szenerie. Alle wieder jetzt fokussiert. Sind ready. Warte mal, tippen sich nach oben. Ist das so ein TP-Powerplay da oben? Nee, das ist einfach. Oh, doch! Er hat sich hochgeportet. Warte. Nicht nur er, oder? Kommt da noch jemand? Ist das ein Backdoor? Ich glaube, das ist ein Backdoor. Wir wollen auf die Hauptgebäude. Ist das ein Base Race? Bitte nicht. Oh, ja. Da ist er. Der hat keinen Bock mehr. Der nimmt den Turm. Das mit dem Turm. Oh, der ist aber tanky. Der geht schnell. So, jetzt ist er weg. Turm ist Gebäude weg. Was machen sie? Sie rennen aneinander vorbei. Es gibt anscheinend nur noch einen Weg für Hamburg und das ist betrügend. Johnny ist aber zurückgegangen. Man teilt sich so ein bisschen auf. Papo ebenfalls mit dem Teleport. Man hat jetzt lediglich einen Turret bekommen und wir sehen es schon wieder. Geht der Chef einfach eiskalt und jetzt aber betäubt. Kriegt er nochmal den Spinne? Nein! Micha, was ist da los? Der Chef ist down. Los, Hamburg! Macht was!
Nein! Nein, er lebt doch! Was? Wie ist denn das passiert? Das ist der Ägide auf der Immortals! Jetzt ist er aber trotzdem ist tot. Aber tot. Na, er hätte vielleicht nochmal nach links gehen müssen. Ah. Hat nicht ganz geklappt. Er kauft sich aber nochmal das Spiel zurück. Kauft er sich? Er ist schon wieder da. Den wieder Chef da. Musste dreimal killen, aber wieder vier! Oh Gott! Ihr seid so scheiße! Ah, ja. Das ist der Siegespunkt! Das ist, hast du, das ist Brainplay! Ich kann's jetzt mal ganz ehrlich, das ist der beste Chef der Welt. Gepusht werden, wir dachten, wir sind umgeschlagen. Er hat Nils einfach... Fast, Nils versteht es nicht, Nils hat es nicht... Ja, Nils also ist komplett lost in seinem Leben, passiert? Ey. Der hat immer noch einen Punkt im Q mit Level 300. Na? Wie gut war das bitte? Ist in den Fight rein, hat sich hoch DP, hat Velafe und Sola unten gelassen, weil die DPS des Todes haben. Ich fasse es nicht. Oh mein Gott, du warst so klug. Deswegen ist er hier der Kapitän von dem Laden hier. Wahnsinn! Also. Leute, ich zeige euch das jetzt. Wir müssen jetzt analytisch durchgehen. Die Kamera wird hoffentlich rauszoomen, falls man das Ganze irgendwie nochmal sehen möchte. Ich muss das jetzt nochmal erklären. Was hätte ja der Michael hier nicht gemacht hat. Ihr werdet es nicht glauben. Es ist halt, wir kennen hier, ich decke Big Du. Na, kompletter Garbage war das. Das ist Taktik. Pass auf, wo ist mein Stift? Da oben. Also. Hier ist, nee, hier, 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 da ist die Palette. Ja. So, pass auf. Ich drücke jetzt mal hier auf Rot. Also hier. Das X. Das ist einfach der schlaue Jahenisch. Hat sich dahin geportet. Okay? Man sieht's nicht. Tragisch. Kamera hoch jetzt! Will keiner. Egal. Ich zieh's mal runter. Zieh's mal runter. Geht schade. Auch nicht. Almost. Wir machen das Set lieber nicht kaputt. Okay. Fakt ist, er hat sich hochgeportet. Geultet. Sich übelst krass fokussieren lassen. Das bedeutet, dieser ganze ekelhafte Haufen Hamburgianer, bah, hat sich da hier gesammelt, hat ihn fokussiert, ganz viele Pfeile in sein Face. Was macht er? Er stirbt. Er stirbt. Aber was macht er nicht? Er stirbt nicht. Er hat die fucking Gide. Das bedeutet, was ist das gewesen? Er wird hier nochmal wiederbelebt. Was macht Hamburg, wenn jemand wiederbelebt wird? Hau dir nochmal tot. Ja, hau dir nochmal tot. Aber das bringt doch nichts. Er ist schon wieder da. Hat hier den Money. Der Land gehört dem hier. Na, das bedeutet, er kauft es zurück, ist wieder da, lenkt wieder Hamburg direkt auf sich drauf und jetzt kommt der Kicker. Moment, na, jetzt wird die Kamera nochmal hochgemacht. Look at this. Das ist einfach, er ist 300 plus allein. Na, macht das Ding, wiederbelebt sich, geht hier wieder aus der Base direkt da rein und hier unterdessen, da müssen wir jetzt auch mal die ADCs so ein bisschen zeigen in Violett. Oh mein Gott. Zack. Hier ist einfach nur Velafe und Sola, die einfach beide mit voller Power, na, in der Lage waren, mega krassen Damage an dem Nexus zu machen, an dem Hauptgebäude, und hat GG. Das war Wahnsinn. Wie gut war das bitte? Was lernen Sie mir draus? Pay to win. Pay to win. Er hat sich wiederbelebt. Durch er hat sich gefühlt dreimal. Genius. Na, er ist aber auch so schlau und sammelt das Item ein, das muss man dazu sagen. Ja, okay. Also mega geil. Ich habe mich lange nicht mehr so unterhalten gefühlt von dem Spiel. Super gutes Comeback. Na, einfach Respekt, absolut fantastisch. Respekt. Und also es macht also. Also Hamburger Spandau, bestes Format der Welt. Ihr wisst dadurch schon, dass Spandau dadurch jetzt die Mats für morgen schneiden muss. Ja, es steht 1-1. Es ist einfach eine Enno schneidet sie wahrscheinlich das, nicht. Das war einfach, ja, schneidest du die? Ich werde, keine Ahnung, wer das schneidet. Mir komplett egal. Aber es war einfach komplett GG. Die Regie muss nochmal sagen, was jetzt nochmal fehlt. Ich schreie viel zu laut. Ich soll die Pause abgeben, nehme ich mal an. Pause? Regie, Pause? Keine Pause. Wir gehen ab zu Julia. Julia. Yeah. Ich glaube, wir bräuchten eigentlich alle eine Pause, weil alle so mega gehypt sind, aber das machen wir jetzt noch nicht. Wir sind jetzt nämlich hier wieder im Studio mit Johnny und mit Eddie. Überraschungsgast, ich wusste gar nicht, dass du da bist in Spandau. Was machst du in Spandau? Ich dachte, du hast Spandau. Ja, ich weiß, aber... nee, Spandau ist ja eigentlich ganz nett, aber im Rahmen der Gamevasion habe ich gedacht, baue ich mal die Vorurteile ab und schaue es mir erstmal an. Ja, und? Was sagst du? Ich hasse es immer noch. Oh. Nein, das ist der Spaß. Jetzt nach dem, ich bin emotional jetzt natürlich ein bisschen aufgeladen nach dieser Dota-Partie. Ja. Ich habe ja keine Ahnung von Dota, aber ich Johnny glaube... Johnny auch nicht, oder? Du hast auch keine Ahnung. Aber habt ihr betrogen oder habt ihr ernst gewonnen? Also habt ihr ehrlich gewonnen oder jetzt sag mal ganz ehrlich? Also wir haben die ganze Zeit das Spiel 100% im Griff gehabt. Ja. Für uns ging es nur darum, eine gute Show zu machen. Wir hätten das Spiel natürlich zu jedem Zeitpunkt beenden können, haben uns aber sehr oft dazu entschieden, aus Show-Elementgründen dann doch zu sterben. Aber ansonsten war das... Also ich verstehe auch nicht. Ich denke, dass dieses ganze Hamburg gegen Spandau, hätte ich mal früher eingreifen können, dann wäre dieses Call of Duty-Desaster ja gar nicht passiert. Was der Sola da sich gedacht hat zu schießen und was der dann noch im Test geredet hat, wenn ich da... Ich verstehe das nicht. Früher, da hätte der Hand auf Blatt noch durchgegriffen. Da hätte eine Stelle gegeben, da hätte der nicht mehr so gegrinst. Okay, wir schauen jetzt mal fairerweise nach Hamburg. Also erstmal Glückwunsch an die Spandauer, ne? Die haben gerade den Punkt. Ja! Gemacht.
Ja, Entschuldigung. Es wurde sich sehr gefreut. Wo ist Nils? Ist der schon abgehauen oder was? Der ist Wein. Nils hat mitgespielt. Nils hat mitgespielt. Der hat das Spiel vorhin auch sehr gut erklärt. Dann hat es jeder verstanden, wie Dota funktioniert. Ich bin mir nicht ehrlich. Nils hat er noch im Leben noch nie Dota gespielt. Rasiert habe ich mitbekommen, wa? Aber hat nicht gereicht. Ja. Hat nicht gereicht, nee. Ich war noch ein bisschen zu defensiv, ich hätte nochmal raufgehen müssen. Aber Sniper, ey, das ist so ein Noob-Pick. Ganz ehrlich, wer pickt Sniper? Jawohl. Okay, also ich sehe schon, also die Enttäuschung ist groß. Aber hey, wir haben noch ein paar Tage, es gibt noch ein paar Spiele, es ist ja noch nichts entschieden. Ja, guck dir diese Gesichter an. Also das ist wirklich, da traue ich mich gar nicht zurück, nach Hause zu gehen. Das ich finde es ja witzig, dass Nils einfach schon mal abgehauen ist. Er hat gar keinen Bock mehr. Nils ist direkt abgedüst. Und ich wusste ja gar nicht, dass unser Steve da Ambitionen hat in dem Spiel. Das wusste ich gar nicht. Hat er auch nicht. Ich auch nicht. Nee? Hat er auch nicht. Okay, alles klar. Wow. Okay, wir gucken einmal ganz kurz auf den Scoreboard. So sieht's aus. Es steht 1-1. Es ist also spannend hier bei uns bei Hamburg vs. Spandau. Es wird sich tatsächlich erst am Sonntag entscheiden, wer die besseren Gamer in Deutschland hat. Ist es Hamburg oder ist es Spandau? Johnny sagt Spandau, Eddie sagt Hamburg. Ja, ich glaube schon, dass wenn die Spiele fair ausgewählt werden und die Mannschaften, also wenn wirklich alles fair ist, dann sind wir auf jeden Fall auch aufgrund unserer Erfahrung vorne. Das ist diese Betrugsstory, die er versucht aufzufahren, ne? Naja, also ich meine, man kann das ja, jeder kann das ja heutzutage im Zeitalter von Fake News nachvollziehen und selber nochmal nachgucken, was passiert ist und dann sich seine eigene Meinung bilden. Genau. Ich möchte ja niemandem irgendwie was wegnehmen. Wir bleiben alle ganz neutral und wir schauen mal, wie das jetzt hier noch weiterläuft in den nächsten Tagen. Morgen spielen wir Age of Empire 2 und da ist, glaube ich, auch dein Kollege Donny O'Sullivan dabei, glaube ich. Ja, Donny ist ja... Aber für Berlin, für Spandau, ne? Was? Ja, der wohnt ja jetzt wieder in Berlin. Donny ist ja nach Berlin gezogen. Was ist das denn für ein Hochverrat? Und wer spielt auf Seiten von Hamburg? Ich habe einen ganz schlimmen Verdacht. Marc und Mara. Da muss ich los. Marco Giesel wahrscheinlich. Donny, musst du los? Ja, wie viele dürfen wir denn gegen Marco aufstellen? Wie läuft denn das also ab? Wenn Marco für uns spielt und Donny für Spandau, dann bin ich einverstanden. Evakuieren, nee. So läuft's, glaube ich. So, wir werden sehen, letztendlich hier auftaucht. Das ist ja alles hier immer so ein bisschen spontan bei uns. So, morgen geht's weiter, 16 Uhr. Danke nochmal an Hamburg. Danke an Eddie, dass du mal vorbeigeschaut hast. Ist ja schön. Gehst jetzt noch ein bisschen was essen in Spandau. Vielleicht zeigt dir Johnny ja, Johnny wohnt in Spandau, der kann dir ein bisschen was zeigen. Kommst du echt hier aus Spandau? Ja, natürlich. Mein Beileid. Nicht gebürtig. Gebürtig ist auch Köln. Hallo. Aber das könnt ihr Geburt. Das könnt ihr euch beim Essen erzählen. So, Zug, alles. Wir sehen uns morgen, 16 Uhr. Bis dahin. Tschüss.